Moin moin, mein Name ist Henrich der Löwe. Wir spielen Battlefield 5, die Kampagne, die dritte. Und ja, es geht los. Angriff. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Oh, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, Attacke. Il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Das soll ja irgendwie verstärkt Angriff geben, ne? Ich warte. Ah, hier ist die Leuchtpatrouille des auf K. Ich warte. Achso, die greifen schon an? Ich wollte das hier warten. Ich wollte erstmal ein bisschen ablenken und so und dann, genau das wollte ich nämlich machen. Ich wollte den Panzer ausschalten. Rennen wir hier einfach mal durch. Kann ich das Geschütz übernehmen? Einfach drauf da. Da wäre ein Baum. Ich habe gehofft, dass der Panzer einfach mal rumkommt, aber traut sich nicht. Der Panzer noch oder was? Da ist er. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Was sind meine? Okay. Immer noch. Mai. Das war lange ausgehalten. So, das machen wir auch nochmal kaputt. Une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, ach komm, ich kann doch hier ein, zwei Leute wegsnipern, oder? La mort ou la survie. Aber bevor ich einen Großangriff mache. Okay. Angriff, Jungs. Ihr dürft angreifen. Voilà. Signal envoyé. Geh wieder zum Pack.
gar nicht groß zielen, ne? Oh, kein Ding. Der war von hinten, oder? Zack, Ratte. Oh, 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 oh. Sprengen wir das hier gleich mal in die Luft. Weg. Vorne Panzerfaust, oder? Das ist auch ganz gut. Das muss weg. Ohohoho. Muss immer noch weg. Mal kurz heilen. Oh, da ist er schon wieder. Und ich muss wieder weg. Schrotthaufen ist weg. Munition ist ganz gut. So, diesmal haben wir uns nicht selbst weggesprengt. Kann aber auch nicht jeder. Oh, das lassen wir mal. Na, lad nach. Mal die letzten 5 Freunde, die wir haben. Na, wo ist der andere gewesen? Irgendwo einer. Na gut. Los geht's. Weiter, 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 weiter. Lass mir die ganzen leichten MGs killen. Ah, daneben. Boah, sowas von, das war nicht nur knapp. Jetzt müssen wir langsam mal heilen. Oh, jetzt geht er natürlich beiseite, wenn ich angreife. Den haben wir auch erwischt. Ach komm, greift ein. Oder greift an, sag ich mal. Jetzt aber. Ist besetzt? Nicht gut. Oh, 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 oh. Schnell zur Seite. Schön sterben, mein Freund. Oh! Ach, Mann. Zu kurz geworfen. Ey, ihr seht, ich bin nicht der beste Spieler. Ey, verfickte Scheiße. Ah! Wusstest du schon, der Nahkampf ist eine nützliche? Nein, wusste ich nicht. Leck mich. So. Ach, das renne ich jetzt hier wieder lang. Geh mal durch da. Na, wer geht's denn ans MG?
Ja, noch einer. Das Gewehr mag ich. Das hätte ich gerne im Multiplayer auch. Das war's, aber letzter Schuss, ne? Ich kill mich hier gerade in diesem Spiel häufiger selbst als der Gegner mich irgendwie. Das muss man auch erstmal können. Aber ich dachte, er wirft die Granate vielleicht ein bisschen weiter als diese 5 Meter. Ja, klingt motiviert. Ah, die Position einnehmen, bitte. Schön sterben. Jetzt aber. Oh, schon wieder. Das war eine Granate von denen. Die habe ich nicht gesehen, ey. Scheiße. Oh, wie peinlich. Wusstest du schon? Primär und Sekundär? Nein, wusste ich nicht. Nein, hier kommen wir nicht durch. Da ist ja... Hüpf über die... Alter, kann ich da nicht durchgehen oder was? Daneben geschossen, hat sich gerade noch gedreht, die Ratte. Meine Seite geht ja weg hier, Schweinebacken. Oh, lieber gleich zerstören, bevor der Feind mich wieder damit kaputt macht. Schnell weg, da kam eine Granate. Die Hände weggeschossen. Jetzt müssen wir weiter nach rechts. Wir kriegen Besuch. Oh, das war die falsche Waffe. Keine Granaten mehr, scheiße. Ein bisschen den Bunker sauber machen, glaube ich. Weiter eine Granate. Los, weiter nach vorne, Männer.
Oh, scheiße. Schnell in den Bunker. Schnell rein, Deckung. 6. Jetzt haben wir Leben noch. Von hinten. Ratte. Ratte, du. Elende. Na, das war's schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich verzweifle daran langsam. Ah. Wusstest du schon? Umgepanzerte? Nein. Und immer dieses verbackte Tür hier. Ist doch alles weg. Oh, als ob das ein Fenster wäre. Ja, wir kommen jedes Mal ein bisschen weiter. Nur noch daneben, ey. Letzter Schuss. Dann nehme ich. Weiter, 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 weiter. Schnell nach. Ich will ja dieses Geschütz in den. Habe ich ihn? Ja. Scheiße, jetzt ist dieser Bunker wieder bemannt. Wieder auf die Hände. Hand abgeschossen. Los, Männer, holt's euch die Schweine. Gut gemacht. Mes frères, nous allons repousser les lignes ennemies. Ce sera pas facile. Endlich. Endlich haben wir es geschafft, weiterzukommen. Hat ja nur gedauert. Kann den Alarm nicht ausschalten. Okay. Tja, da ist schön noch die Tür aufgetreten. Ich versuche den Alarm gleich irgendwie auszumachen. Aber ich sehe den Kasten nicht. Ne? Das hilft nichts. Ja, ich muss hier weg.
nicht sterben, Alter. Jetzt reicht's, komm, große Knifte her. Oh, 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 oh. Je vais descendre, ces salauds! Weg. Das ist nicht gut, was da kommt. Okay, c'est parti! On doit se débarrasser de ces canons. Wir müssen dieses Fahrzeug da holen. Das schnell. Nicht gesehen, ey, nicht sterben. Nicht sterben. Zieh uns mal zurück, ey. Zurück ins Zelt oder so. Boah, ich will jetzt nicht sterben. Mein Zelt ist weg, meine Deckung ist weg. Was ihr könnt, kann ich auch. Ist noch irgendwas, was wir in die Luft sprengen sollen, glaube ich. Gut, Hammer. Ich muss was sehen. Haben wir, glaube ich. Scheiße, der will nicht verrecken. Los, Männer, nach vorne! Letzten drei Schuss. Nee, warte mal, hier will ich die letzten drei Schuss haben. Da noch eine Pack oder so? Was los da? Hammer. Kommt da jetzt endlich mal, oder war es das mit anderen Leuten? Oh, ich laufe, ich bin heiß. Kleine Drecksau. Geht vom Flammenwerfer weg, ich sag's euch. Oh, ich habe keine Munition mehr. Habt ihr? Okay. Scheint wohl, dass ihr ihn gekillt habt. Das wird gut gemacht. Ah, Stacheldraht. Die Waffe gleich mal laden hier. Die auch nochmal gleich laden, aber 40 Schuss ist auch ein bisschen wenig. Eine Nazis auf den Mauern. Alors qu'on se battait pour forcer l'entrée, une partie de moi espérait qu'on n'y arriverait jamais. Haha. So, ich habe einen Schlüssel gefunden. Sesam, öffne dich. Oh. Der Schlüssel war dann, glaube ich, dann doch für ein anderes Schloss.
bouge pas. Ah, toi, ouais. C'est plus fort. Écarte-toi. Soldat, écarte-toi de la porte. On va utiliser ce canon. Feuer. Erobert das Chateau. Müssen das die Afrikaner machen, weil die Franzosen es nicht können. En avant! Was? En avant? On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Elite-Schützen. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Nein. Et la victoire nous a coûté cher. En sang. Ja, en sacrifice. Et en vie humaine. Waffe wechseln. Deckung. Oh, das war's. Coole Sequenz. Wir leben noch. Tiger. Tiger. Oh, 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 oh. Weg. Das ist ein böser Tiger. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Ja, uns sind Arsch gerettet. Warum habe ich jetzt diese scheiß Knifte in der Hand? War nichts Besseres? Och man, ich hab so, hätte so liebend gern mein Gewehr wieder. Nehm ich mal das. Rechnen wir jetzt Idrissa. Ah, er hat einen Tiger kaputt gemacht. Da waren 4-5 Mann drin. Super gemacht. Der Held ist der letzte Idiot, ey. Weil er so viele Leute in den Tod geschickt hat. Schlafen oder schlafen oder tote verwundete Soldaten? Bild. Ich möchte es aber nicht mehr heißen. Idrissa. Die Räumlichkeiten dort. Jetzt kommen die Franzosen, es ist ja wieder klar.
letzten drei der ganzen Gruppe. Super. Lass uns ein Foto machen. Von der ganzen Gruppe. Die drei, die gekämpft haben und der Rest, der einfach mal später dazu kam, weil sie vorher noch grillen waren oder so. Keine Ahnung. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier. Sommer 1944 wurden Truppen aus aller Welt auf französischem Boden eingesetzt. Die Armee des Freien Frankreich, Frankreich Kolonialschützen und seine internationalen Verbündeten. Viele kamen, um für ein Land zu kämpfen, das sie nie gesehen haben oder nie gesehen hatten. Ungefähr 25.000 Trilaleure fielen im Kampf für ein Land, das sie meisten nie gesehen hatten. 2010 gewährte Frankreich 30.000 überlebende Kolonialveteranen aus Afrika volle Militärrente. Auch so spät erst. 2017 vergab Präsident Hollande die französische Staatsbürgerschaft an 28 Überlebende. Na super. Mehr als 200.000 kämpften für Frankreich. Und ich glaube nicht, dass sie größtenteils freiwillig gekämpft haben. Und schön ist auch, dass mehrere hunderttausend Leute für die Franzosen gekämpft haben und erst 2010 mal Rente gekriegt haben, Veteranenrente für die letzten, die überlebt haben. Finde ich von Frankreich ein bisschen traurig, aber so ist es halt im Krieg, ne? Egal welche Seite du nimmst, du findest immer irgendwas Positives und immer irgendwas Negatives, ne? Obwohl die eine Seite sehr, 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 sehr viel Negatives hat, aber ja. Ich finde es gut, dass ich finde, diese Kampagne gefällt mir noch besser als die beiden davor. Also jede wird immer besser und ich hoffe, am 4.12. kommt jetzt die deutsche Seite raus. Ich hoffe, dass die auch gut wird. Also mindestens in diesem Niveau von dieser. Die sind mir aber immer noch zu wenig kritisch. Also es ist alles noch so ein bisschen grau, ne? Natürlich sind das alles hier Rambos, die wir spielen. Mal gucken, ob das auch ein Rambo wird hier. Das sind ja alles Leute, die, der Charakter hier war aber irgendwie doof. Das ist so ein hier John Schnee oder, ja, der weiß nichts quasi. Seine Entscheidung war falsch. Was hat er gekriegt? Ruhm und Anerkennung von Franzosen, die ihn eh nicht mochten. Er hat für ein Land gekämpft, was er nicht kennt, quasi, und, ob das, wie gesagt, freiwillig war oder nicht, sei mal dahingestellt. Das müsste man nochmal nachlesen. Also wie gesagt, die Kampagne fand ich besser als die, obwohl ich die schon besser fand als die erste. Und das ist ja nur mal kurz, da sieht man alle mal eine Einführung. Auch eine interessante Geschichte. Man spielt hier 4-5 Karten mal kurz an, bis man stirbt. Man stirbt ja sehr schnell immer, ne? Und im Endeffekt haben die das so entwickelt, dass du quasi auf einer Map bist und da diese ganzen 4-5 Standpunkte hast. Aber der 4. Dezember, der letzte Tiger, das klingt nach Panzer-Action. Da freue ich mich richtig drauf.
Und ja, ich werde wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage von dieser Kampagne jetzt hier, werdet ihr wahrscheinlich eh schon gesehen haben, Reihe nach rausschießen. Und damit ich ab dem 4. oder spätestens am 5. Dezember die erste Folge von dem letzten Tiger raus. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder ihr was besser wisst, was historisch die historischen Geschehnisse angeht, ruhig in die Kommentare schreiben. Bin da auch immer sehr interessiert, aber ich muss hier nochmal alleine mit diesen Einheiten muss nochmal was nachlesen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar oder ein Like da lassen. Ein Abo wäre noch schöner. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.